Dann die Treppen, die nach oben führen, das sind, wie wir wahrscheinlich noch wissen, genau 365 Stufen. Allerdings in einer anderen Anordnung, wie bisher fast alle Bücher schreiben. Die schreiben nämlich fast alle 4x91 Stufen und dann kommt man oben an. Und da ist dann nochmal eine große Plattform und das ist dann symbolisch die 365 Stufen, weil die für alle Seiten die gleiche ist. Ich würde mich allein schon fragen, wie kriegt jemand so eine Platte da oben, wenn die dann mit den Ausmaßen, ja, weil der Tempel da drauf ist. Ja, wenn man oben war, da waren wir ja lang genug oben bis vor 3 Jahren oder oft genug oben, dann fiel nicht nur auf, dass da oben die Stufe fehlt, sondern es fiel auf, dass man hier 91 Stufen zählt und dann dort Seite 2. Ja. Und auf der Rückseite haben sie uns dann freundlicherweise noch die durchnummeriert vor 1,5 Jahren, das sind nur 90. Und auf der anderen Seite sind dann nochmal 92. Warum? Das ist ja unregelmäßig, also auch ein bisschen. Aber die Summe insgesamt ist dann leider 320, die das Jahr lang lang ist. Das ist dann dieses Kleidebeutel, oder was? Was da oben drauf auf dem Dach steht, sieht man deutliche Unterschiede in der Machart, ne, wie man arbeitet. Die Tolteken eher stark mit Relief. Auch ganze Wände zum Beispiel überzogen damit Reliefen und nur hier und da vereinzelt mal einen plastischen Kopf daraus. Während die Maya setzen aus vielen einzeln bearbeiteten Steinen, mosaikartig dann Muster oder Figuren zusammen. Weil die eben nicht die guten Werkzeuge haben, die müssen die Steine aneinander reiben, bis sie ihre Form haben und dann auch passend sind. Und dann werden die mit Nordöl zusammengeklebt. Und das im Übrigen dann auch die blutige Station wahrscheinlich. Jedenfalls die Annahme, da unten liegt so ein trapezförmiger Stein am Boden. Das ist einer von mehreren, die man dort gefunden hat. Vermeintlich ein Opferstein. Und wie dieses Menschenopfer nun vonstatten geht, darüber hat man auch gewisse Vorstellungen über Reliefe, die man in Tempeln gefunden hat. Eine ganze Serie sogar. Da sieht man als erstes Bild, wie derjenige, der geopfert werden soll, eine Schale gereicht bekommt. Wahrscheinlich mit irgendeinem so berauschenden Trunk. Das ist schon halb in der anderen Welt war, bevor überhaupt irgendwas losging. Dann in der zweiten Einstellung sieht man wieder an den Armen und Beinen gefasst von 4 Leuten jeweils. Wahrscheinlich mit Schwung auf diesen Opferstein eben nicht nur fallen gelassen wird, sondern sogar mit ein bisschen Nachdruck draufgeworfen wird.